Wird man jedes Jahr eine neue Impfung brauchen? Kurze Antwort, weiß man nicht. Die etwas längere ist, dass es eigentlich zwei Gründe gibt, weshalb man bei manchen Impfstoffen regelmäßig auffrischen muss. Erster Grund, die Antikörperlevel können im Laufe der Zeit absinken. Wie lange da beim Coronavirus eine gute Wirksamkeit vorhanden bleibt, weiß man nicht genau, aber die Daten, die man bereits hat, schauen eigentlich sehr gut aus. Bei den Antikörpern im Blut konnte man bereits zeigen, dass die über mehrere Monate stabil bleiben. Viel weiter kann man das halt noch nicht untersuchen, weil wir die Impfstoffe einfach noch nicht so lange haben. Aber es ist jedenfalls ein gutes Zeichen, dass in dem Zeitraum, den man untersuchen konnte, die Sache soweit ganz gut aussieht. Zweiter Grund, Viren verändern sich. Deswegen haben wir jetzt halt diese Mutanten. Und da kann es natürlich sein, dass im Laufe der Zeit auch die Impfstoffe an diese Mutanten angepasst werden müssen. Wird zum Teil ja auch schon gemacht. In einigen dieser Mutanten sind nämlich Veränderungen aufgetreten, von denen man weiß, dass sie einen bereits aufgebauten Immunschutz ein Stück weit abschwächen können. Aber hier ist das Interessante. Diese Veränderungen sind in vielen der Mutanten die gleichen. Und das, obwohl sie sich unabhängig voneinander entwickelt haben. Und das ist einerseits natürlich nicht gut, weil sich das Virus eben verändert und das Auswirkungen auf den Immunschutz haben kann. Aber die Tatsache, dass diese Veränderungen so häufig die gleichen sind, ist wiederum gut, weil das ein Indiz dafür sein könnte, dass das Virus vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten hat, dem Immunschutz auszuweichen. In dem Fall könnte das bedeuten, dass es vielleicht ein paar angepasste Booster-Impfstoffe geben wird, aber die Sache danach eventuell sogar erledigt ist. Aber das ist einer der Punkte, über die wir in den nächsten Monaten noch mehr lernen werden.